Warum hast du einen Filter drauf? Ich bin Mathilda, ich bin 10 und komme aus Luzern. Heute schwätze ich ein bisschen mit der Godella. Die Godella kommt ursprünglich aus dem Kanton Uri. Sie selber bezeichnet sich als Bossbitch. Und sie spielt gerne mit ihrem grossen Hund. Und das ist sie, Godella. Hoi. Das Wichtigste mal am Anfang, wie heisst dein Hund? Maddox. Schöner Name. Bist du aus Haustier? Ja. Was für eins? Meersäule. Okay. Sehr gut. Ich habe nur ein Lied von dir auf Spotify gefunden. Mhm. Ist nicht noch mehr? Nein, leider noch nicht, nein. Wieso? Weil ich noch gar keine Zeit hatte, um Sachen zu veröffentlichen. Ich war ein bisschen mit meinem Leben beschäftigt. Aber ich habe noch sehr viele Lieder, die werden kommen. Schauen wir mal das erste Video an. Okay. Tuss, sexy der Buff. So fresh, so cool. Banger, wir fahren im Weiblich. Denk nicht mal daran, dass wir gleich sind. Der Unterschied hier ist, dass ich halt einfach ein G bin. Alle reden ich in, meine Mama nennt mich Boss Bitch. Meine Mama. Wie findest du? Ich finde es noch cool. Mhm. Das ist nicht so mein Musikstil, aber wenn man es cool, also wenn man den Musikstil cool findet, ist das sicher ein cooles Lied. Okay, danke. Wieso benutzt du Schimpfwörter? Ich glaube, so ein bisschen die Erwachsenen nutzen die Schimpfwörter sehr oft. Mhm. Und ja, ich gehöre zu den Extremen. Schimpfst du auch? In der Nähe. Okay. Was ist ein G? Ein G? Ja. Ein G ist ein Gangster. Bin ich auch ein G? Ich glaube, du bist ein G, ja. Was bedeutet Godella? Hat das also, ist das im Zusammenhang von deinem Namen? Ja, das ist im Zusammenhang von meinem Namen. Mein Name ist Gabriela und Ella. Ella war mein Spitzname damals als Kind. Okay. Schaust du viel TikTok? Ja, sehr viel. Und du? Nein. Nicht? Hast du überhaupt TikTok? Nein. Okay, besser. Suchtgefahr ist gross. Dann schauen wir jetzt das zweite Video. Let's go! Du warst nie meine BF, du wolltest ich sein. Gleichzeitig im Mittelpunkt von allem, so wie ich. Motherfucker, Unterschutz für Real G's. Aber ich kann das, was du nicht kannst, und das ist ich sein. Bist du in echt auch so wie im Video? Jein. Meine Videos widerspiegeln mich schon, aber ich glaube, im echten Leben bin ich etwas weniger primitiv. Warum hast du einen Filter drauf? Also ich habe eh ein Komplex und das Gefühl, ohne Filter kann ich mich nicht zeigen ab und zu. Was war das teuerste, was du je gekauft hast? Das wüsste ich jetzt gar nicht, aber ich tippe mal auf mein Auto. Wie teuer war das? Das, was ich mir damals zuerst gekauft habe, war 25'000. Haben deine Tattoos eine Bedeutung? Ja, alle meine Tattoos haben eine Bedeutung. Hast du ein Lieblingstattoo? Das ist eines meiner Lieblinge, aber auch eines meiner ersten. Das bedeutet Freiheit, Glaube und Liebe, was das Wichtigste für mich im Leben ist. Cool. Findest du es schön? Ja, ich finde es schön. Würdest du auch eins machen? Weiss ich noch nicht. Was sagt deine Mami zu deinen Tattoos? Nicht mehr. Also damals hat sie immer etwas zu motzen gehabt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn sie jetzt noch motzen würde, als ich voll tätowiert bin, wäre das etwas feurig. Wieso bist du auf Rappen gekommen? Wenn dir etwas wehtut, kannst du mit deinen Eltern reden? Sagst du ihnen, hey, Mami, Papi, ja. Mir geht es nicht so gut? Ja. Ich konnte das ein bisschen weniger gut als Kind. Da war ich etwa so alt wie du. Und dann habe ich meine Gedanken mal aufschreiben. Ich habe mein ganzes Leben lang Rap gehört. Und dann sind aus diesen paar Wörtern auf dem Papier sind Lieder geworden. Das war so meine Kommunikation. Im Video bewegst du ja eigentlich immer nur deine Lippen. Mhm. Kannst du mir das mal zeigen? Ist das gut gewesen? Ja. Okay, sehr gut, danke. Danke vielmals, dass du da bist. Es hat sehr Spass gemacht. Danke dir vielmals, Matita. Wenn du noch mehr Folgen warst, dann siehst du dich hier. Danke und bis gleich.